Jedem Anfang wohnt ein Zauber in. Ein sehr schöner, aber zugegebenermaßen auch ein strapazierter Satz von Hermann Hesse. Ich glaube, die Jünger am Himmelfahrtstag, die sind sich noch gar nicht so sicher, ob sie jetzt am Anfang oder am Ende stehen. Wir finden uns so oft in Situationen überfordert, gelähmt, überwältigt, völlig geflasht, sprach- oder fassungslos. Und dann stehen wir so da, wie diese Jünger. Etwas belämmert vielleicht. In positiv wie in negativ überwältigenden Situationen. Corona bedeutet. Nichts ist und bleibt, wie es früher war. Nicht nur wegen Corona. Und das ist ganz oft auch gut so. Das nennt man Entwicklung. Nur, dass wir Menschen uns mit dem Einstellen auf etwas Neues, auf Unbekanntes, auf Änderungen im Beziehungsstatus und unserer sicheren Umgebung oft doch recht schwer tun. Veränderungen, das mag reizvoll sein, für manche mehr, für andere weniger. Aber sie macht eben auch Unsicherheit, sie macht Unruhe. Für manche weniger, für manche mehr. Und ganz besonders ist das so, wenn es unvorhergesehen kommt und wenn wir uns eben nicht darauf einstellen können. Erst überfahren und dann überfordert. Und wir schauen dann ganz schön belämmert frei. Ich möchte, dass das wieder so wird wie vorher, genau so. Ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr zum Himmel, so belämmert? Wie nach dem Filmende, wieder raus aus dem Kino in mein Leben. So ein Thriller, das kann schon ganz reizvoll sein, das ist spannend, aber auf Dauer möchte ich darin stecken bleiben. Und wenn das nicht geht, wieder ins Normale, dann legen wir alle Energie daran, so viel wie möglich aus dem Vertrauten wieder herzuholen, herzustellen, wieder machen, wie es war. Selbst wenn manchmal nur Kulissen oder schwache Absichtbildchen davon übrig bleiben. Hauptsache, es ist so, wie es war, denn das war gut und das war richtig. Manches wird dabei schräg, weil nur noch die Hülle dessen bleibt, was da einmal dabei gewesen ist und was wir dabei gesehen haben. Alles immer rückwärts. Was steht mir so belämmert da? Man sagt zwar, wir wollen nach vorne schauen, aber genau betrachtet schauen wir gerade viel, viel mehr zurück. Genau so soll es wieder werden. Auch bei aller Normalisierung, auch bei aller Öffnung. Aber Moment, es wird endlich über die Situation der Arbeit in den Schlachthöfen gesprochen. Das war höchste Zeit auch schon vor Corona. In Venedig wird das Wasser in den Kanälen klarer, selbst wenn das mit den Delfinen wohl doch Fake News war. In den Millionenstädten der Welt kann man plötzlich wieder atmen, weil der Smog weniger wird. Gestrichen sind Treiben im Jahr Kreuzfahrt und übers Wochenende mal schnell nach Malle fliegen. Und wo ist das Thema des synodalen Weges in unserer Kirche geblieben? Die Sehnsucht nach offenen Gesprächen, nach echten Reformen? Wir versuchen an so vielen Stellen an ein Vorher und Früher anzuknüpfen, weil es uns vertraut und weil es uns sicher scheint, weil es doch mal funktioniert hat. Und dann kommen Dinge, die ich auch schwer verstehe. Ich gebe zu, ich fange mit dem Begriff der geistigen Kommunion sehr wenig an. Ist das wie in unserem stummen Sinne? Ich will nicht, dass alles so wie es früher war. Und es geht dabei nicht nur um Corona. Wir sprechen von Himmelfahrt. In der Zeit seit Ostern ist scheinbar alles gut. Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Jesus nimmt sich Zeit für die Zweifler,
Jesus geht mit nach Emmaus und geht ihnen voraus nach Galiläa. Und irgendwann wird dieses Ostererleben dünner. Immer dünner droht sich in Wolken und in Dunst aufzulösen. Was steht ihr da und schaut so verlängert? Im Grunde wird die Frage doch schon im Grab gestellt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Starre nicht auf das, was früher war, heißt es in einem Prophetenwort. Also erstarre nicht in dem, dass du nur nach hinten schaust. Wie schaffen wir diese Verknüpfung? Wie schaffen wir es, aus den Erfahrungen und der Kraft, die wir getankt haben, wirklich Energie zu ziehen, um nach vorne weiterzugehen? Auftanken, ohne an der Zapfsäule festzukleben. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus versucht, uns Wege nach vorne aufzutun. Lebe vorwärts, erkenne mit dem Herzen, gib dem Geist Raum. Der Vater der Herrlichkeit gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eurer Herzen, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes all den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an den Gläubigen erweist, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. In diesem Geist, der uns dazu gesprochen wird, steckt ein ganz neues Segen, ein Vorwärtssegen und nicht zurück, nicht allein zurückschauen. Wir leben aus dem, was wir mitbringen, aber wir leben in dem, was vor uns liegt. Und die Jünger brauchen dieses Wort der Engel, um die Richtung wieder zu bekommen. Was schaut ihr so? So wie er gegangen ist, so wird er wiederkommen. Wenn Christen zum Himmel schauen, dann ist das ein Blick nach vorne, eben nicht nach hinten. Zumindest sollte es das sein. Das rätselhafte Wort des Engels sagt damals für Goethe, dass Jesus eben nicht auf und davon ist, sondern von Gott her gegenwärtig bleibt. Er ist der Menschensohn. Gottes Gegenwart unter uns, unsere Gegenwart in Gott. Wir sehen Gottes Hinwendung zu den Menschen. Wir sehen zum Himmel und lernen, die Erde zu sehen. Schaut nicht zum Himmel, um einer Vergangenheit nachzutrauen. Schaut zum Himmel, um die Erde darauf vorzubereiten, ein Reich der Liebe und der Gerechtigkeit zu sein. Mit diesem Blick geht in die Welt, in Galiläa, in den Gebieten Kleinasiens, in Eisingen und bis an die Enden der Erde. Und ich verspreche euch, ich werde bei euch sein, alle Tage.